Und mit dieser Quarktasche an unserer Nase ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2. Ich habe keinen Peil, was wir machen müssen, ob wir sie besiegen müssen oder nicht. Das steht in den Sternen. Mission vielleicht. Passiere die Sicherheitstür, das wird im Moment gar nichts. Kann ich sie töten? Nicht wirklich. Also. Ja. Ja, klar. Instant tot. Ja, so fängt ja die Folge schon mal cool an. Wir sterben instant, weil wir nichts gegen sie ausrichten können. Passiert ist sie. Ja, und es wird auch nichts angegeben von wegen, wie man das jetzt irgendwie machen kann. Keine Ahnung. Muss ich Tipps für Arme nachgucken oder wie? Nee, 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 nee. Ja, klar. Du darfst mich nicht sehen, du dumme Olle. Du geierst immer in derselben Richtung rum. Wie komme ich hier weg? Ach so, da runter. Gut, dann hätten wir das geklärt. Oh nee. Das war jetzt nicht geil. Aha. Die verändert mal alles, wie sie hier gerade passt, ne? War klar. Nein. Und schon wieder. Alle guten Dinge sind drei, ne? Zum Glück sind wir nicht weiter. Meine Fresse. Ich krieg zu viel, ey. Also die Abteilung, die kann man definitiv schließen und nie wieder öffnen. Das ist das Büro eine mit dem Diaprojektor kann er eine an seiner Vergangenheit wachrufen. Ja, ich hoffe nicht allzu lebhafte. Sonst verwandelt er sich auch noch. Will die mich verarschen? So. Und nun? Na. Du siehst mich nicht. Ne.
Dein Ernst, kann man das nicht überspringen? Nein, kann man nicht. Oh Gott, wie ich die Kuh hasse, ich möchte die so gern umbringen. So wie die Lichtertante damals. Oder die Spinnenolle, aber die konnte man ja wenigstens anflamen. Aber die? Die gibt uns einfach irgendeinen scheiß Weg vor. Und dann mach mal. War ja ganz geil, die ersten 7 Minuten. Dauersterben bei der dummen Ollen. Wer hat auch so Probleme bei ihr? Also schreibt mal in die Kommentare. Warum verfolgt es mich? Was hat es mit diesem Ort zu tun? Also ich kann nichts drauf erkennen. Aber psychiatrisches Gutachten, unterer Teil, die obere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Weiterhin im Dienst bleiben und beobachtet werden. Die Informationen aus einem Experiment im STEM könnten für die Organisation von unschätzbarem Wert sein. Es wird vermutet, dass das Eintauchen in den STEM lang anhaltende Nachwirkungen haben kann. Der Tiff Cassianus ist einzigartig, da er in den STEM eingestiegen ist und ihn verlassen hat. Alles ohne die standardmäßige Vorbereitung oder Gedächtnisüberschreibung. Wir konnten viel über physische Folgen lernen, wenn er seinen alltäglichen Angelegenheiten weiter nachginge und wir ihn aus der Ferne beobachten. Wir werden Detektiv Cassianos mentale Verfassung weiterhin durch unsere verordneten Therapiesitzungen verfolgen und sämtliche Erkenntnisse wöchentlich an die Organisation weiterleiten. Verdammt. Ich war für Morbius nur ein Versuchskaninchen. Langanhaltende Nebenwirkungen. Sie wussten, was das der mir antun würde. Ja. Brief der Polizeipräsidentin, Tatum 10. November 2014. Hier ist Jim. Ich melde mich nur kurz wegen der Cassianos-Beacon-Sache. Wir schicken Sebastian zu einer verpflichtenden Beratung. Der Beacon-Vorfall muss unter Verschluss bleiben. Und nur der Detective könnte das noch gefährden. Wir haben viele Operatives in KCPD, aber nicht genug, um eine totale Informationssperre zu gewährleisten. Glücklicherweise steht der Personalpsychologe auf der Gehaltsliste der Organisation. Sobald wir herausgefunden haben, wie viel Cassianos weiß, können wir in diesen Sitzungen problemlos gewisse Selbstzweifel bei ihm hervorrufen. Wenn wir mit ihm fertig sind, wird Sebastian nicht mehr genau sagen können, ob das, was er in Beacon erlebt hat, real war oder nicht. Nicht, dass er dabei viel Hilfe bräuchte. Er stolpert wie ein Zombie durch seine Einsätze. Der arme Miss Kerl hat offensichtlich Probleme zu verarbeiten, was auch
immer ihm dort drin zugestoßen ist. Er tut mir fast schon leid. Ich erkenne ihn schon jetzt seit mehr als 10 Jahren und es ist, als wäre nicht mehr dasselbe. Aber das ist nun mal der Preis des Fortschritts. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. James Van Kirk, KCPD. Kateman hatte recht. Sie sind überall. Sie waren die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ja. Und jetzt raus hier. Hä? Das sind Bilder an der Wand oder so. Bin ich. Der Teil von mir, der noch im Stem steckt. Komme nie hier raus. Nein. Falsch. Ich komme raus. Aber ohne dich. Was war das? Das hat sich anders angefühlt. Realer. Als hätte sich etwas geändert. Ich fühle mich gut. Mein treuer Revolver. Wie lange ist das her? Ein weiteres Dia-Fragment. Und wo sind wir jetzt hier? Jetzt wird's lustig. Wo kommen wir hier raus? Ach so, jetzt waren wir einfach nur in diesem Raum dann. Okay, interessant. Und hier ging's runter da. Habe ich jetzt wieder ein Signal oder... nicht, aber wir haben es zum Glück jetzt gerissen und können wieder zu unserer eigentlichen Aufgabe zurück. Und zwar, wie heißt sie noch? Hoffman müssen wir retten, kann man so sagen, denn die ist irgendwo reingeraten, wo sie eigentlich nicht hätte reingeraten sollen. War hier nicht noch irgendwas? Aber scheinbar nicht, nee. Ich war in jedem scheiß Raum. Und jetzt sollen wir mit dem Chip, den wir im letzten Part aus einem anderen entfernt haben. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht geguckt habt, guckt ihn euch an. Können wir jetzt da rein. Wurde auch Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffman und O'Neill noch ein.
stimmen. Und wenn wir Stimmen hören, gehen wir nachgucken. Aber nur, da wir bewaffnet sind. Und das sollte jeder von euch auch nur dann tun. Du musst ihm widerstehen! Hoffman! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Oh Mann, nee. Kommen Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Ist klar. Das ist großartig. Hier wird es mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Bist du dir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Ich habe es ihm gesagt. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Ja, die sind schon lange vorbei. Du wirst mir nicht entkommen. Doch werde ich. So. Tut mir leid, Meister. Ich lass ihn. Du kommst hier nicht raus. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Ah, nee. Ja, klar. Mögen die Flammen dich verzehren. Ist klar. War klar, war klar, war klar. Bitte, rette mich. Oh Gott. Ist klar, dahinter sollte er mich nicht erwischen. Lauf nur weg. Du kommst hier nicht raus. Verdammt! Ja, jetzt bin ich tot. Ja, Vater. Er wird
uns nicht mehr stören. Was für ein heftiger Bossfight. Was für ein Arschloch. Na warte, O'Neill, das bekommst du ordentlich zurück, ohne Spaß. Und lass mich raten, ich darf den ganzen Kampf nochmal machen? Oder hast du ab dem zweiten Checkpoint geladen, wo du durchdrehst? Ich hoffe, der zweite Checkpoint, aber... Nee. Kann ich überspringen? So. Jetzt direkt Hardcore drauf. Hilde! Hilde! Könntest du mal bitte ausrüsten und drauf da? Ja. Nö, er hat mich schon wieder. Autospeichern. 14.5, keine Ahnung, wann das war. Schon wieder eine schöne Todesanimation. Ich möchte auch nicht dein Jünger werden, du verdammter Vollidiot. Aber gut, der findet einen nicht, wenn man sich versteckt hält. Ja, jetzt reicht's definitiv. Ich bin sauer. Ja, Pater Theodore. Ich habe es ihm gesagt. Ich brauche noch ein wenig Leben. Du kommst hier nicht raus. Ich komme hier definitiv raus. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Nee. Wegrennen tue ich ja nicht. Ich verstecke mich nur. So. So. Nix damit verzehren. Normal. Ich lasse ihn nicht entkommen.
Aha. Danke, Sebastian. Endlich befreit von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Beschädigt ist, der Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel ins Jenseits, okay? Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Da die Waffen aus speziellen Teilen zu bestehen scheint, musst du einen ähnlichen finden, aus der du die Tanks ausbauen kannst. Allerdings hast du das Gefühl, dass nicht einfach ein so herumliegen wird. Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings? Definitiv. Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Nein. Ich wäre niemals. Wer, Meister? Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Vater. Erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich... Was immer sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Oh Mann. Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat.
Ja, vielleicht. Ja, dann gehe ich jetzt mal zurück hier. Lade meine Waffen nach. Wir haben hier, glaube ich, ein neues Bild oder so bekommen. Vielleicht können wir nochmal mit Kidman sprechen. Wer weiß. Ja, zwei neue. Und wir haben zwei liegen lassen. Ich weiß zwar nicht wann und wo, aber. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfänden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist? Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war, erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja, selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stem zeichnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Guck mich hier nur mal kurz schnell um noch. Ob ich hier nicht noch was liegen lassen habe. Ah, dort wäre auch noch ein Schalter gewesen. Ja gut, es war der, den ich immer gesucht habe. Und zum Glück bist du endlich tot, mein Freund. Auch wenn es schade ist, O'Neill, aber wer sich so einnehmen lässt, hat nichts anderes verdient als den Tod. Tut mir leid. Wir kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Was macht er im Stem? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Super.
Sebastian. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, den einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffmann. Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stan. Bei Mobius kennt jeder jeden. Was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie. Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot? Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären, nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja, ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können Sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Ich war in Theodors Realität. Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffmann also vorher schon? Jeder kennt Hoffmann. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich Nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodor nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt... Als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres?
Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre übereilten Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Sie wollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Oh Gott. Lily? Du bist hier. Kapitel 12. Der Abgrund. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also noch einen weiter hinten. Und hier gibt es sogar Loot-Gedöns. Warum auch immer. Das muss ja nicht zwingend sein, ne? Hä? Was bist du denn? Was bist du denn zum Geier? Also das war auf jeden Fall nicht so geplant gewesen. So, jetzt gehen wir mal hier durch, ohne Spaß. Es geht mir langsam auf den Keks. Und ich hoffe, hier sind keine mehr. Sonst darf ich wohl... kotzen gehen. Oh Gott, nee, bitte nicht. Also nach hinten. Oh nee. Zum Glück ist meine Waffe schon so stark. Von der Seite aus der Freiheit, Untertan 2. Was ist Freiheit? Ein Wort und ein Konzept voll individueller Bedeutung und trotzdem völlig bedeutungslos im Raum und Zeit. Wir bestehen aus Atomen. Jedes Atom hat einen Kern, der von Neutronen umkreist wird. Der Raum zwischen diesen Elementen ist riesengroß. Wir bestehen größtenteils aus nichts. Das ist eine Tatsache, die nur schwer zu akzeptieren ist, aber dieses Wissen verleiht Macht. Sich zu ergeben, bricht Möglichkeiten. Sich zu unterwerfen, bedeutet Stärke, solange man bereit ist, sich der Freiheit zu fügen. Ja, genau. Sonst noch irgendwas? Oh Gott, nee.
Super. Weil anders hätte ich den jetzt nicht gekillt. Weil der macht irren Damage, der Typ. Und gibt noch gut Loot. Ja. So geht das. Super. Hat hier gleich zwei Äxte. Ja, klar. Wo lang? Hier lang. Ich habe so keine Ahnung, wo ich lang muss. Da ist auch noch was zu mitnehmen. Ich werde hier so viel liegen lassen, einfach nur, weil ich hier schnell raus möchte. Und weil ich hier sonst nicht weiß, wo lang. So, hier meinst du? Ist das was zum kaputt machen? Nö. Zumindest die Puppe ist wieder da. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Aber ja, jetzt wo man so drüber nachdenkt, sie hat eigentlich Lily Castellanos, ja genau. Wo? Tut mir leid, aber auf Dauer funktioniert das nicht. Nicht bei mir. Einmal hinter mir, oder wie? So, das war der Arm. Oh Gott, meine Munitionsverschwendung. Oh Gott, die ist ja grauselig hier gerade. Hier hat's noch was zu mitnehmen? Okay. Ist klar. Tut mir leid. Wenn ich mal treffe, dann bist du tot. Zumindest zu 90% meist. Oh ne. Da ist schon wieder so ein Depp. Bleib liegen. Thank you.
Heute gibt's sogar nächstes XXL-Folge, Freunde. Nee, heute nicht. Heute nicht. Nach Harley. Wollen Sie sich immer noch mit Lily wieder vereinsern? Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen Sie zu. Lily? Bist du es wirklich? Es klingt vielleicht famos jetzt, sich zu bewaffnen, wenn einem seine eigene Tochter davor steht, aber wir sind im Stam und ich vertraue da keiner Menschenseele. Lily. Nein. Lily. Da ist sie, ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Du hast auf mich geschossen. Warum? Nein! Na los, bringen wir dich hier raus. Darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Ist das geil, wir sind mal Castellanos zu Hause. Zwar abgesperrt, aber
Wir sehen mal, wie es bei ihm zu Hause aussah. Mädchengerecht. Lilly? Die Tür geht auf. Lillys Zimmer. Wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Ja. Ist echt niedlich gestaltet. Und ich möchte mal abspeichern können. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Würde ich mehr davon mit Ihnen verbringen? Definitiv. Das Rüstsymbol, du hast das Gefühl, dass du es schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Wie es ausschaut, haben sie auf dem Land gewohnt. Myra. Was für eine unglaubliche Frau. Für sie war nichts unmöglich. Kein Wunder, dass sie Mobius infiltrieren konnte. Einmal was in den Kopf gesetzt, hörte sie nicht auf. Ja. Nicht wie ich. Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Tja. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe. Myra. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lilly nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen.
bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Wachen Sie auf, Sebastian! Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich, nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodor finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodor ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay, bis bald. Kapitel 13, die Festung. Und tut mir leid, dass gerade im Hintergrund der Staubsauger läuft. Meine Freundin ist da nicht gerade sehr nett zu mir. Aber gut, wenn sie meint, Staub zu saugen, dann soll sie das tun. Wir beenden jetzt sowieso den Part. Der geht schon über eine Stunde. Jetzt, wir trinken gemütlich den Kaffee, werden full life gehen, werden vielleicht im nächsten Part wieder zurückgehen. Zum Spiegel und uns ein wenig upgraden. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war.
Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Oh Mann, auch noch gerade Züge, die vorbeirauschen. Sturmgewehr. Dieses automatische Waffe verwendet reguläre Gewehrmunition. Das Gewehr ist durchschlagskräftig, verbraucht aber viel Munition. Ja, das ist wohl wahr. Aber wir sind jetzt noch besser ausgerüstet. Und leider musste sie von uns gehen. War schade, ich spreche in der nächsten Folge nochmal mit der guten Hoffmann. Ich hoffe, die geht uns nicht abhanden. Ey, was ist alles hier drin? Ja gut, jetzt nichts mehr. Wir haben schon wieder 400. Haben wir hier noch was? Nee. Aber hier ist der Spiegel, um zurückzukommen. Sehr gut, dann speichern wir direkt da. Dann werden wir uns im nächsten Part direkt upgraden und weitermachen. Oh Mann, nee. Echt mal. Aber es fand ich cool. Wegen der, wie soll ich sagen? Das fand ich cool, dass sozusagen jetzt die Frau nochmal mit dir, also mit ihm Tacheles geredet hat in diesem Sinne und ihn aufgebaut hat. Und jetzt geht's spannend weiter gegen das Ende wahrscheinlich. Wir sind schon in Kapitel 13. Geht wahrscheinlich definitiv.